Guten Morgen, herzlich willkommen zu einem heutigen kurzen Pressefoyer mit Frau Bundesministerin Caroline Edtstadler und Herr Bundesminister Martin Polaschek. Ich bitte Sie um Verständnis, dass wir aufgrund der heutigen Plenarsitzung um 9 Uhr schon weiter müssen. Ich darf damit das Wort an Herrn Bundesminister Martin Polaschek übergeben. Ja, schönen guten Morgen. Wir kommen direkt aus dem Ministerrat. Ich bitte Sie um Entschuldigung, dass es nicht schneller ging. Ich darf mit einem Thema noch einmal beginnen, das wir letzte Woche bereits bei einer Pressekonferenz in Linz auch angekündigt haben, nämlich die Vereinbarung gemäß Artikel 15a BVG zwischen dem Bund und dem Land Oberösterreich über die Errichtung und den Betrieb des Institute of Digital Sciences Austria. Es geht hier um die Vereinbarung der Finanzierung, des Finanzierungsanteils des Land Oberösterreichs an den Errichtungskosten. Das wurde heute im Ministerrat beschlossen und wir werden es jetzt dem Nationalrat zur Genehmigung vorlegen. Wir haben ja bereits das Gesetz entsprechend auf den Weg gebracht und die Ausschreibungen erfolgen gerade. Es ist so, dass der Gründungskonvent bereits eingesetzt worden ist, der sich im Oktober konstituieren wird. Die Ausschreibung für die Gründungsrektorin, / den Gründungsrektor, wird noch diese Woche erfolgen. Die Hearings werden im Winter folgen und im Jänner soll die Wahl dieser Person über die Bühne gehen. Außerdem wird noch der Beirat in den nächsten beiden Wochen eingerichtet. Der Beirat war ja eine Forderung von Seiten der Universitäten. Dort werden die Studierenden eingebunden und die Österreichische Universitätenkonferenz. Wir setzen damit einen weiteren wichtigen Schritt zur Errichtung dieser wichtigen Forschungseinrichtung. Das, weshalb wir aber heute auch vor Ihnen stehen, und das ist mir persönlich auch ein großes Anliegen, ist das Thema Prävention von Antisemitismus durch Bildung. Ich glaube, wir sind uns alle einig, für Antisemitismus darf es keinen Platz geben, nicht in Österreich, aber auch nirgends sonst auf der Welt. Antisemitismus ist auf das Schärfste zu bekämpfen und zu verurteilen. Das ist ein klares Ziel der Bundesregierung und das muss auch unser aller Ziel im und überall sein. Wir haben in Österreich bereits viele Initiativen zu diesem Thema gesetzt, um dem Antisemitismus entschlossen entgegenzutreten. Und Bildung ist dabei ein ganz, ganz wichtiges Element und auch mein Haus hat hier bereits einige wichtige Maßnahmen in die Wege geleitet. Wir dürfen unsere Augen vor der Gefahr des Antisemitismus nicht verschließen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir eine erschreckende Zahl von antisemitischen Vorfällen zu verzeichnen haben. Wir sehen, dass ein neuer Antisemitismus entsteht, der aus den unterschiedlichen politischen Strömungen sich speist und natürlich darüber hinaus auch durch das Netz deutlich befeuert wird, sodass aus allen Teilen der Erde Antisemitismus in unsere Gesellschaft getragen wird. Bildung ist einer der Schlüssel, um dem entgegenzutreten. Es ist ein Schlüssel gegen Hass und Gewalt, ein Schlüssel für eine offene, demokratische Gesellschaft. Es beginnt schon damit, sich die Geschichte immer wieder in Erinnerung zu rufen und niemals zu vergessen, was Antisemitismus an grausamen Verbrechen bewirkt hat. Und es geht weiter über Bildung, die junge Menschen resistent macht, auch gegen Falschinformationen und Hassreden extremer Gruppen. Und es geht auch um die Bewusstseinsbildung, nicht tatenlos zuzusehen und zu handeln und Antisemitismus aktiv zu bekämpfen, wo immer er passiert. Wir setzen deshalb laufend weitere Schritte und ein für mich auch ganz wichtiger Schritt ist das Maßnahmenpaket Prävention von Antisemitismus durch Bildung. Gemeinsam mit dem ÖAD, der Österreichischen Bildungsagentur, wurde auf Grundlage von 2 internationalen Forschungsprojekten ein Strategiepapier erarbeitet, das konkrete Empfehlungen für die gesamte Bildungsverwaltung gibt. In diesen Empfehlungen finden Sie unter anderem Empfehlungen für die Ausbildung von Lehrkräften, Empfehlungen für entsprechende Fortbildungsveranstaltungen, aber auch die Überarbeitung von Schulbüchern. Darüber hinaus
die Unterstützung von Betroffenen in Fällen von antisemitischen Vorfällen, sodass es entsprechend die Möglichkeit gibt, solche zu melden, dass es Ansprechstellen gibt, aber auch Empfehlungen, wie auf antisemitische Äußerungen, insbesondere im Unterricht, angemessen reagiert wird, ohne diese zu skandalisieren. Es gibt also eine Vielzahl von Maßnahmen, die wir hier jetzt ab jetzt umsetzen werden. Und es ist mir wichtig, dass wir damit Antisemitismusprävention nachhaltig im österreichischen Bildungssystem verankern. Wir haben zudem bereits auch, was die Information über Kriegsverbrechen oder über antisemitische Verbrechen, lassen Sie mich so sagen, angeht, in der Zeit des Nationalsozialismus, also den Holocaust betrifft, bereits ja einige wichtige Schritte gesetzt, etwa mit der Plattform Erinnern.at. Auf dieser Plattform finden Sie eine Vielzahl von Informationen über den Holocaust. Sie finden da viele auch didaktische Impulse, Sie finden dort viele Anregungen für Lehrerinnen und Lehrer, wie man mit dem Holocaust gut in den Schulunterricht einbaut und auch die jungen Menschen mit dieser so wichtigen Thematik konfrontiert. Es ist mir nicht nur als Bildungsminister ein Anliegen, sondern auch als Rechtshistoriker, der sich auch in seinem sozusagen früheren Leben damit in Lehre und Forschung beschäftigt hat, aber natürlich auch als Staatsbürger und überzeugtes Mitglied unserer demokratischen Gesellschaft. Ich werde nach diesem Pressefoyer deshalb auch zur Fachtagung zur Antisemitismusstrategie gehen. Wir werden dort gemeinsam mit dem ÖAD und der israelitischen Kultusgemeinde über die aktuellen Herausforderungen sprechen. Und ich möchte mich deshalb auch an dieser Stelle bei all jenen bedanken, die im Bereich der Bekämpfung von Antisemitismus aktiv sind. Das sind insbesondere die Lehrerinnen und Lehrer, die zu diesem wichtigen Thema einfach, die dabei eine wichtige Rolle spielen im Unterricht. Das sind aber auch die Eltern, die den Kindern unsere demokratischen Werte weitergeben und sie über die Gefahren des Antisemitismus aufklären. Aber natürlich auch bei den Schülerinnen und Schülern, die sich mit diesem so schwierigen Thema auseinandersetzen. Denn eines ist klar, wir dürfen das, was an Verbrechen passiert ist, was an Verbrechen gegen jüdische Menschen passiert ist, niemals vergessen und müssen gemeinsam dafür Sorge tragen, dass solche auch niemals wieder stattfinden. Deshalb bedanke ich mich auch bei Ihnen und bitte Sie aktiv um die Unterstützung dieses so wichtigen Themas. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Bildungsminister. Frau Bundesministerin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzter Herr Bundesminister, ich darf nahtlos anknüpfen an das, was du ausgeführt hast und möchte es einmal zum Anlass nehmen, mich zu bedanken bei dir, aber auch bei allen anderen Ministerien, die seit jetzt mehreren Jahren aktiv mitarbeiten, um die nationale Strategie gegen Antisemitismus umzusetzen, die wir im Jänner 2021 präsentiert haben. Und ich darf auch festhalten, dass wir eines der ersten europäischen Länder waren, das diese Strategie präsentiert hat. Wir sind mittlerweile Vorreiter im Kampf gegen Antisemitismus und wir sehen auch, dass es notwendig ist, hier alles zu tun, was in unserer Macht steht, um gegen diesen Hass in der Gesellschaft anzukämpfen, um ganz speziell auch Extremismus, aber jede Form auch des Antisemitismus zu bekämpfen. Wir haben 38 Maßnahmen im Jänner 2021 präsentiert. Wir haben in der Zwischenzeit einen ersten Umsetzungsbericht auch dargelegt und die Initiative vom Bildungsminister ist eine, die an Bedeutung nicht hoch genug einzuschätzen ist. Denn wir müssen bei den Jüngsten in unserer Gesellschaft anfangen und hier einfach auch mit der Bildung hineingehen. Es muss uns auch klar sein, dass wir immer wieder neue Formen des Erinnerns hier hervorholen müssen, uns austauschen müssen, weil wir Zeitzeuginnen und Zeitzeugen verlieren, weil der direkte Austausch nicht mehr möglich ist. Und deshalb bin ich dir, lieber Herr Bundesminister, auch so dankbar, dass du hier bei den Lehrerinnen, bei den Schülern, aber auch bei den Eltern und damit bei der Gesellschaft ansetzt. Antisemitismus und vor allem die Bekämpfung dagegen ist eine Querschnittsmaterie. Wir müssen vor allem auch im Netz dagegen vorgehen. Auch deshalb ist es wichtig, hier anzusetzen. Und ich darf auch dazu sagen, dass ich erst letzte Woche aus Israel zurückgekehrt bin. Ich habe viele Gespräche geführt in diesem Zusammenhang, unter anderem auch mit dem Präsidenten Israels und hatte die Gelegenheit darzulegen, was Österreich im Kampf gegen Antisemitismus leistet und dass wir hier wirklich Vorreiter sind. Und
Wir wollen hier dranbleiben. Wir haben auch bereits ein nationales Forum eingerichtet, wo wir uns austauschen mit allen Stakeholdern, um hier auch wirklich tatsächlich zu schauen, ob die Maßnahmen, die wir setzen, treffsicher sind und dahin führen, wo wir hin wollen. Und in letzter Instanz muss das heißen, ein florierendes jüdisches Leben in unserer Gesellschaft. Das ist es auch, was ich versuche mit einer Initiative hier im Bundeskanzleramt zu machen, mit den Klangwelten Kanzleramt, jüdisches Leben vor den Vorhang holen und hier einfach zu zeigen, was hier auch alles möglich ist, was hier mitten in unserer Gesellschaft ist und das als selbstverständlichen Teil nicht nur zu sehen, sondern auch einmal hervorzuheben. Deshalb vielen Dank. Wir könnten die beste Strategie der Welt schreiben, wenn es nicht engagierte Ministerien und eine Spitze Minister gibt, die diese auch umsetzen, dann wäre es das Papier nicht wert, auf dem es steht, und insofern bin ich dir hier sehr zu Dank verpflichtet. Vielen Dank, Frau Bundesministerin. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit haben wir noch die Möglichkeit für zwei Fragen. Frau Striebel, ORF, bitte. Ja, an den Herrn Minister. Jetzt haben Sie von Empfehlungen gesprochen, aber ich habe jetzt keine konkreten Dinge gehört, die zum Beispiel in diesem Schuljahr an den Schulen umgesetzt werden. Können Sie da konkrete Beispiele nennen, was da geplant ist? Und an die Frau Ministerin Edtstadler, Sie haben damals 2018 als Staatssekretärin auch vorgeschlagen, einen KZ-Besuch für die Schülerinnen und Schüler. Was ist da im nächsten Jahr geplant an konkreten Maßnahmen, damit junge Menschen dieses Thema an den Schulen besser, über dieses Thema besser informiert werden? Also die Lehrerinnen und Lehrer sind jetzt vermehrt aufgerufen, das bereits ab jetzt im Unterricht umzusetzen. Das heißt, es wird vermehrt noch auf entsprechende Inhalte hingewiesen werden. Wir werden eine entsprechende Ansprechstellen einrichten in den Bildungsdirektionen, damit Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrerinnen und Lehrer sich Entschuldigung, an diese wenden können. Verzeihung. Über Rinnen.at haben wir ja bereits entsprechende Unterlagen zur Verfügung, auch was etwa den bewusst von Holocaust-Gedenkstätten angeht. Es gibt bereits Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, die in Planung waren, die jetzt angeboten werden für Lehrerinnen und Lehrer. Das heißt, es wird bereits in diesem Schuljahr ganz konkret aktiv eine verstärkte Auseinandersetzung mit diesem Thema geben. Und wir werden auch jetzt aktiv die Lehrpläne noch einmal darauf anschauen und Schulbücher noch einmal überarbeiten, um auch hier vermehrt den Kindern entsprechende Angebote zu geben. Gerade auch der Besuch von KZ-Gedenkstätten ist ein ganz wichtiges Element dessen, aber es können nicht alle in diese Gedenkstätten gehen. Deshalb wurde ja bereits auch Erinnern.at um entsprechende Tools erweitert, sodass sie Informationen darüber haben, ob es auch entsprechende Gedenkstätten in der näheren Umgebung gibt. Und sie haben die Möglichkeit, interaktiv auch Inhalte etwa zu Mauthausen abzurufen für diejenigen, die nicht die Zeit haben, eine Klassenfahrt dorthin zu unternehmen, um aktiv das in den Unterricht einzubauen. Ich darf Sie auch einladen, sich das Empfehlungspapier anzuschauen. Den Link haben Sie ja bekommen mit der Einladung zu dieser Veranstaltung. Und an die an mich gerichtete Frage darf ich wie folgt beantworten. Ich bleibe dabei. Ich habe das damals 2018 gesagt. Es sollte jeder und jede Schülerin, jeder Schüler einmal in seiner schulischen Laufbahn eine KZ-Gedenkstätte besuchen. Das ist auch weiterhin sozusagen Plan. Und da gibt es jetzt die Zuständigen im BMI und die zuständige Staatssekretärin, also Claudia Blackholm, die auch damit befasst ist und sich damit auseinandersetzt. Wir haben viele Schülerinnen und Schüler schon hingebracht in die KZ-Gedenkstätte Mauthausen, aber wie der Herr Bundesminister auch ausgeführt hat, in andere, vielleicht näher liegende. Es gab ja immerhin über 50 Außenlager auch von Mauthausen. Und ich muss auch dazu sagen, dass uns natürlich Corona ein klein wenig einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und in dieser Zeit diese Besuche nicht möglich waren. Aber auch das ist weiterhin Plan der Strategie, das zu forcieren, zu unterstützen, einerseits finanziell, andererseits aber auch mit Angeboten der Vermittlung, weil es braucht hier auch wiederum die Lehrerinnen und Lehrer, das vorzubereiten und das auch nachzubereiten. Aber da sind wir weiterhin dran und das ist weiterhin das Ziel. Vielen Dank und bitte noch Herr Aberhoff von der APA. Zwei Fragen, eine an die Ministerin zur Weisungsrechtsreform, das letzte Woche aus ihrem Büro geheißen. Man schaut sich jetzt den
Abschlussbericht der Arbeitsgruppe an. Gibt es da schon Neues? Und an den Herrn Minister, es gab gestern recht scharfe Kritik der Lehrervertreter an den neuen Lehrplänen für Volks- und Mittelschulen bzw. die AS-Unterstufe. Wie kommentieren Sie das? Wie du willst. Ja, also wir haben das ja beim Stellungnahmeverfahren ja gemacht. Das Projekt Lehrpläne neu läuft bereits seit 2018. Da haben sehr viele Expertinnen und Experten, also vor allem auch Lehrerinnen und Lehrer, daran mitgearbeitet. Es waren jeweils mindestens 10 Personen aus der Fachpraxis, die involviert waren. Und um genau auch hier die Möglichkeit zu haben, dass es einen sorgfältigen Begutachtungsprozess gibt, haben wir, anders als sonst üblich, die Begutachtungsfrist auf über 10 Wochen erstreckt, schon ins neue Schuljahr hinein, damit auch wirklich alle sich aktiv in die Begutachtung einbringen können. Es gibt jetzt eine Vielzahl an Stellungnahmen, positive Stellungnahmen, negative Stellungnahmen. Wir werden diese Stellungnahmen jetzt alle sorgfältig sichten und dann die entsprechenden Ableitungen daraus vornehmen, dass es nicht nur Zustimmung zu Lehrplanentwürfen gibt, sondern auch Kritik gibt, ist klar. Das, was ich immer ein bisschen interessant finde, ist, dass die Kritik nicht inhaltlich zuerst im Stellungnahmeverfahren an die entsprechende Institution gerichtet wird, sondern zuerst einmal an die Medien. Mir wäre es lieber gewesen, diese Kritik wäre bei uns, an uns einmal gerichtet worden, damit wir uns inhaltlich damit auseinandersetzen können. Aber auch das ist Teil unseres demokratischen Zusammenlebens. Man muss auch anschauen, welche Standesvertretungsgruppen diese Kritik geäußert haben und mit welcher Intention. Wir nehmen sie aber auf jeden Fall ernst und werden deshalb das Gesamtprojekt der Lehrpläne jetzt sehr sorgfältig sichten. Und zum Bundesstaatsanwalt darf ich ausführen, dass die im Justizministerium eingerichtete Arbeitsgruppe ihren Schlussbericht jetzt vorgelegt hat. Den habe ich letzte Woche am Donnerstagabend bekommen. Hier geht es um wirklich grundlegende Veränderungen auch unserer Bundesverfassung. Das muss auch genau geprüft werden. Ich darf auch darauf hinweisen, dass das ja schon Gegenstand von Prüfungen war in früheren groß angelegten Verfassungsdiskussionen und dass es hier auch andere Entwürfe schon gibt. Ich werde das alles im Detail prüfen und ich bitte um Verständnis, dass ich heute hierzu noch keine inhaltliche Stellung abgeben kann. Aber Sie können sich sicher sein, dass ich das in den nächsten Tagen tun werde. Vielen Dank. Ich danke Ihnen alle für Ihr Kommen und wünsche noch einen schönen Tag. Danke.